Hallo, grüß dich Gott. Also für mich ist Facebook ein kollektives Abbild für potenzielle Heilung, Selbstheilung oder eben den emotionalen Untergang. Das ist alles in einem Topf. Und man hat selber die Möglichkeit, über die Pflege seines Tweets, über die Entscheidung, was erscheint auf meinem Infoboard und was nicht. Obgleich man weiß oder ich weiß, dass dort noch alles andere sich befindet, wie in YouTube auch, kann man da Meditationen anschauen und schöne Bilder. Oder ich kann noch Pornografie und Gewalt suchen. Ich werde alles dort finden. Aber ich entscheide halt, was ich suche und das finde ich dann auch. Und drum mache ich diese Filmchen oder habe sie bis jetzt auch gemacht, um ein Resonanzfeld zu erzeugen mit ähnlich oder Gleichgesinnten, egal ob 5 oder 500, das spielt keine Rolle. Es liegt keine Intention dahinter, um mir dann auch selber meine Sprüche immer wieder anzuhören. Weil ich ja weiß, dass das, was ich sage, auch das ist, was ich denke. Und nachdem ich es mir nicht ausdenke, es fühlt sich zumindest nicht so an, muss es irgendwie durch mich rauskommen. Und ich bin ein auditiver Mensch. Also ich brauche es über die Worte, damit ich ein synchrones Gefühl dazu entwickeln kann. Auch beim Sprechen. Und wenn das in einem Umfeld der Stille oder der Harmonie oder der Entspanntheit stattfindet, dann gibt es da ganz schöne, fühlbare innere Genesungsschritte. Und wenn um mich ein Umfeld entsteht und mir ist völlig bewusst, und ich kann es auch fühlen, dass zum Beispiel jede Resonanz von einem Post oder irgend sowas, ja, was mit meinem Inneren zu tun hat. Und gestern postet mir ein lieber Freund, den ich sehr, sehr schätze, unter einem meiner Sprüche, bitte sperr mich. Ich kann mir deinen geistigen Verfall nicht mehr anschauen. Dann haben wir gedacht, okay, das scheint so der letzte erhobene Zeigefinger zu sein in mir, der den Weg, den ich gehe, für so bedenklich, so bedrohlich, so sorgenerregend empfindet in sich, nicht bei mir. Aber ich es offenbar spiegle. Dass er mich nicht sperrt, obwohl er mich schon entfreundet hat, sondern darum bittet, dass ich ihn sperre, damit er sicher gehen kann, dass er von mir nichts mehr liest, auch nicht auf Umwegen. Das gibt mir zu denken. Oder es gibt mir auch zu fühlen. Es fühlt sich gut an, weil ich kann total in der Liebe bleiben und es einfach annehmen, hinnehmen. Trotzdem ist irgendwas in mir, was es hier in den Äther geben will, auch über Facebook. Weil ich möglicherweise hoffe, warte, erwarte oder für mich fühlt es sich nach Wissen an, etwas in mir weiß, dass es einen Punkt gibt, an dem es Klick macht und alles genauso sein darf und kann, wie es ist, ohne dass es einen emotional berührt.
Und es scheint da noch eine große Angst in mir zu geben, obwohl ich diesen Punkt suche in mir, dass etwas in mir glaubt, dass dann keine Anziehungskraft mehr da ist zu anderen Menschen, dass es einfach, dass das total gefühlsleer ist und solche Wahrnehmungen habe ich in meinem Umfeld jetzt die letzten Jahre immer wieder gehabt. Also eine für mich wahrnehmbare, absolute Gefühlsleere, umwirbelt von einem emotionalen und auch mich emotionalisierenden, und das ist das, was mich nervt, dass mich das Emotionale um mich herum immer wieder antriggert, weil ich mich damit durch meine Fähigkeit zu sehen und zu hören automatisch identifiziere. Und ich will es nicht machen wie mein Vater, dass ich jetzt dann taub bin, dann muss ich es nämlich nicht mehr hören. Und was ich nicht mehr höre, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das heißt aber gleichzeitig, dass meine Emotionalität, die Fähigkeit wütend zu werden, aber auch die Fähigkeit zu lieben oder eine Libido, eine Geilheit zu erzeugen, dass die dann erloschen ist. Und das ist hochinteressant. Und warum ich das ins Facebook stelle, ist im Prinzip auch relativ leicht erklärt. Ich oute mich in dem, was ich fühle und denke. Um nach außen hin zu repräsentieren und zu zeigen, ich habe keine Geheimnisse, jeder darf meine Emotionen und meinen momentanen Ist-Zustand fühlen, wie er ist. Also das ist ein Tribut an eine absolute Offenheit nach außen hin. Auch die Einladung zu Kritik und das Zeigen der eigenen Verletzlichkeit. Und komischerweise wird man das im Umfeld aber als Verletzung zurückgespiegelt. Und das ist eine Geschichte, die macht irgendwie ziemlich traurig. Die macht enorm traurig. Und alles, was dann aus der Trauer raus nur dazu entsteht. Und nachdem ja alles um mich herum Resonanz ist, muss ich das auch sein, was ich da erlebe, was mir weh tut, was mich traurig macht, was mich verletzt. Und es verletzt mich immer weniger, es berührt mich immer weniger, kritisiert zu werden. Und es macht mir immer weniger Freude, wenn ich mal meine Sprüche gut finde. Also das, ich glaube, dass ich da eh schon auf einem guten Weg bin. Aber halt auf dem Weg. Und ich treffe auf so viele Menschen, die zumindest temporär immer wieder den Eindruck vermitteln, fertig zu sein und mich darauf hinweisen, dass es ja nur jetzt gibt und dass ich fertig bin und dass da nichts mehr ist. Aber da ist halt noch was. Natürlich ist es in mir. Und das will sich bewegen und das will aus mir raus. Und ich kann es ausscheiden über Exkremente oder ich kann es auskotzen oder ausschwitzen. Und ich merke halt einfach, dass die Form des Aussprechens, auch wenn ich mit mir selber rede da drin, meine Selbstheilungstherapie ist. Und die habe ich jetzt mittlerweile auch so satt.
Ja, danke Facebook, danke alle miteinander, die da drin irgendwie in meinem Dunstkreis Resonanzfeld oder wie man es immer nennen will, mit rumgondeln. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das mache, dass ich die Hermetik in mir und um mich herum erlebe, aber sie immer noch scheinbar dazu dient, den Müll aus mir herauszukitzeln und ihn um mich aufzubauen, bis ich dann wieder von so einem Spiegelkabinett der Leidigkeiten weiterzirk. Die Liebe ist ein pfadloses Land und ich werde jetzt mal schauen, wo mich dieser Pfad hinbringt. Wenn es dabei bleibt, ich weiß nicht, ob ich weitermache mit den Videos, weil vielleicht soll ich einfach nur mit dem Zeig aufhören. Aber dann druckt es mir so in Form von Gedichten aus oder von Geschichten oder von Liedern. Und ich muss anscheinend wirklich das, was ich fühle und bin, reservieren für Bühnen und für Rednerpulte, weil im Kollektiv oder im Umfeld auf Augenhöhe, wenn ich das mache, erfahre ich sehr, sehr viel Ablehnung, massive emotionale Angriffe und ein permanentes, immer wieder auftauchendes, und da ist natürlich auch unterschwellige Angst da, die das immer wieder produziert im Außen, getrennt werden von dem, was man liebt. Und das Einzige, was dann bleibt, was man nur lieben kann, ist man selber. Außer man trennt sich, also seine Seele, von diesem Erdenfahrzeug. Ja, warum ich das da reinlabert, keine Ahnung. Wird irgendwie schon auch richtig sein, weil wir machen ja keine Fehler, sondern nur Erfahrungen. Und vielleicht gibt es mal Memoiren, wo ich dann meine Erfahrungen der Selbstgespräche zusammenfasse. Es ist schon wieder Ankündigung, ich weiß schon, das macht Druck. Und der Druck entsteht erst im Kopf und dann in der Emotionalität. Aber ich habe halt einfach das große Glück oder Pech, dass mein Kopf ein Scanner ist, der in Sekundenbruchteilen, wie schneller wie jeder Airbag auslöst, Zusammenhänge herstellt, die ich mir niemals ausdenken kann. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Dazu sind diese Erkenntnisse oder diese Eindrücke, die in mir dann hochkommen, im Augenblick viel zu komplex und gleichzeitig klar. Also da entsteht in 300stel Sekunden ein Bild, wo ich einen Film drüber machen kann oder wo ich ein Buch drüber schreiben kann. Das kann niemals ausgedacht sein. So schnell ist gar verstanden. Und das scheint irgendetwas in mir so zu ängstigen, dass diese Angst aufsteigt, nach draußen projiziert wird und sich als bedrohtes Umfeld mir gegenüber widerspiegelt. Und das kann natürlich auch so ist ein riesengroßer Müll sein, den ich da erzähle. Aber es wollte raus. Und jetzt will was anderes raus und ich gehe mal loslassen. Namaste.